Es gibt nicht viele Leute, die gern in einer Kirche schlafen möchten. Was man aber nicht falsch verstehen soll. Ich meine nicht etwa während der Predigt, bei einem warmen Wetter, das ist freilich schon vorgekommen, tatsächlich. Nein, ich meine bei Nacht, allein. Es gibt nicht viele Leute, sag ich, die gern in einer Kirche bei Nacht allein schlafen möchten. Denn der Nachtwind hat eine böse Gewohnheit. In den steinernen Gewölben seufzt er und flüstert und stöhnt, pustet, säuselt und schlürft und wimmert er. Und er rüttelt an den Toren, den Fenstern, den Wappen, den Gittern, den Kruzifixen, den Emporen. Und weil er den Ausschlupf ins Freie nicht findet, schlägt er im verzweifelten Zorn bis zur Decke hinauf. Und dann kreischt der Wetterhahn. So erging es meinem alten Freund Toby Weck nun wirklich. Das will ich erzählen. Von Toby Weck, dem armen Dienstmann, dem Witwer, der hier und da einen Auftrag zugeworfen bekam. Und dann trottete er eilig durch London dahin, in seinem zerschlissenen kurzen Frack, mit dünnen Hosen um die zu dünnen Beine, mit dem zerbeulten Zylinder auf dem Kopf, mit dem Wolltuch um den Hals. Ja, einen Mantel hat Toby Weck wohl nie besessen. Oh nein. Mit seiner schönen Tochter Meg, die bei einer Modistin arbeitete, führte er ein kümmerliches Dasein. Und wenn es keine Pennies mehr im Hause gab, kam er zu mir in den Laden gerannt. Ach, Mrs. Chickenstalker, ach, liebe gute Dorothy, ach, ein Viertelpfund Speck oder eine Büchse Tee, aber schreiben Sie es bitte auf. Ich weiß, ich bin bei Ihnen noch etwas in der Kreide, Mrs. Chickenstalker, aber... Ja. Doch jetzt muss ich weiter. Ich schwatze und schwatze. Noch viel Ware ist in meinen schweren Körben. Noch viel zu schleppen. Tannenzweige, Lebkuchen, Wollhandschuhe, Pantoffeln, Honigkappen. Zeit fürs Mittagessen. Sir, haben Sie vielleicht ein Paketchen wohin zu bringen? Jetzt vor Neujahr? Ach, ich dachte, entschuldigen Sie. Eisig kalt, nicht wahr? Es friert einem die Fingerspitzen ab. Schlitten um Schlitten. Schnee und immer noch mehr Schnee. Zeit fürs Mittagessen. Viel Glück, Lady. Sehr viel Glück. Nicht etwa ein kleines Paketchen irgendwo hinzubringen. Bitte? Entschuldigen. Zeit fürs Mittagessen. Nichts in der Welt kommt so regelmäßig wie die Mittagszeit. Und nicht so unregelmäßig wie das Mittagessen. Vater! Vater! Ach, dem Himmel sei Dank, da bist du endlich. Vater! Nee, mein Kind, wenn du wüsstest, wie ungeduldig ich gewartet habe. Oh, was für rote Backen du hast. Vor Glück oder vor Frost? Eine Überraschung, Vater. Hier, im Korb. Im Korb? Der Korb dampft und brodelt. Du musst raten. Brühwurst? Schlagwurst? Nein. Leber? Nein, nicht Leber, nein. Ich spüre eine Sanftheit im Rauch, die nicht von Leber kommt. Oh, jetzt ahne ich etwas. Vielleicht lass mich den Duft
zwischen Zunge und Gaumen langsam hinauf. Ich verrate nichts, Vater. Das ist das Kuttelfleck. Das sind Kuttelfleck. Das sind Kuttelfleck. Ich habe auch einen Teller mitgebracht. Ja, komm, hier auf den Stufen im Hauseingang ist es trocken. Mhm. So. Ich habe die Schüssel in ein Tuch eingebunden. Ja. Und wenn ich es ausbreite, so kann mich kein Gesetz hindern, es Tischtuch zu nennen. Er sagt das nicht. Sie sind groß darin, alle Augenblicke ein neues Gesetz zu erfinden. Besonders, was uns arme Leute anbetrifft. Schmeckt es, Vater? Oh, Meg. Die Kuttelfleck, die unsere Königin im Kensington-Palast serviert bekommt, können nicht besser schmecken. Amen. Amen, den Glockenvater? Wenn du genau hinhörst, was ich dir schon oft erklärt habe, dann verstehst du, dass es ein Tischgebet ist. Deine Glocken. Meine Glocken. Meine Freunde dort oben. Die Glocken von Saint-Desten. Seit 40 Jahren. Ich weiß, Vater. Toby weg, rufen sie. Toby weg, Toby weg. Wenn ich traurig bin, sei wohlgemut, sei wohlgemut. Oder auch, ein Job kommt bald, ein Job kommt bald. Und dann kommt der Job. Unbedingt. Vater, ich habe heute mit Richard gegessen. Das klingt ja so, als ob es eine Einleitung wäre. Richard sagt... Was sagt er? Er sagt, heute geht abermals ein Jahr um. Sagt er. Ja, und wir sind noch genauso arm, wie wir es vor einem Jahr gewesen sind. Mhm. Na, und es könnte doch, trotz aller Anstrengung, könnte es doch sein, dass es mit dem sich hinaufarbeiten, Stufe um Stufe, nicht so schnell gehen wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja. Aber warten und wieder ein Jahr warten, nächste Weihnacht, übernächste. Sagt Richard. Immer wieder warten. Andererseits, Mick, Richard wird seinen Weg machen. Davon sind alle überzeugt, die ihn kennen. Richard ist nicht aus weichem Holz geschnitzt. Wie ich zum Beispiel. Oh nein, der ist richtig. Aber wann wird er es schaffen, Vater? Es hängt nicht von ihm allein ab. Deshalb sagt Richard... Ach. Wie entsetzlich, Vater. Alt werden... Und einmal sterben, wer weiß wie früh, und nicht miteinander gelebt haben, als Mann und Frau. Allein bleiben und es mit anschauen müssen, wie der andere sich verbraucht und grau und verbittert wird. Er hat jetzt Arbeit, Vater, und seine Firma hat noch Aufträge für lange Zeit. Wir sind jung. Wir wollen am Neujahrstag heiraten. Ach, Meg, trockne dir die Tränen, mein Täubchen. Ich weine nur, weil ich so glücklich bin. Ja, wenn ich dich recht verstehe, so wollt ihr also morgen heiraten? Morgen. Wie soll das ein Vater begreifen? Morgen. Eine fröhliche, festliche Hochzeit, Vater, für die es nichts vorzubereiten gibt. Keine Teilung des Vermögens vorzunehmen, keine Mitgift bei Notaren auszuhandeln, keine Hochzeitstoilette anzuprobieren. Hallo, was soll denn das? Verflucht noch mal, was das soll! All das pack aus der Umgebung, vor unserer Türe, pack! Und frisst und säuft! Wo doch alles erst heute früh gescheuert und poliert worden ist. Da kommt so ein Lausepack. Latschi-Boss, weshalb die Aufregung? Euer Gnaden, das ist empörend. Der Mann das Mädchen da. Na, Latschi, wird nicht so schlimm sein. Wie? Bin ich ein Alderman? Ein Freund des Volkes? Wie?
Lass Männer und Frauen zu Alderman Cute kommen. Wie oft soll ich es denn noch verkünden? Wo ich doch jeden, der sich unserem Haus auch nur nähert, inständig anflehe, unsere Treppe unbesudelt zu lassen. Ja, schon gut, schon gut, schon gut. Aber nun zu dir, guter alter Mann. Was duftet denn da so appetitlich? Ein Kochtöpfchen? Der Lönsch, wie? Verzeihung, euer Gnade. Ja, nichts vor mir verstecke, das bitte ich. Tu mir das nicht an, guter alter Mann. Ich hätte aber wirklich bedenken sollen, dass was denn? Bedenken sollen? Bist du ein Bürger der Stadt London? Wie? Bin ich ein Bürger der Stadt London? Also, nur ich mag ein kindischer Tropf sein. Vielleicht schon einen etwas ekligen Schmierbau vor mir herschleppen. Vielleicht werde ich als Alderman bald in Pension geschickt. Nur ja, aber das alles kann aber nicht hindern, ein Freund der Armen zu bleiben, wie es mein Leben lang gewesen. Gott segne euer Gnaden. Und das Tröpfchen im Töpfchen? Etwas Kuttelfleck, euer Gnaden. Kuttelfleck? So, was ist das? Bring es her, mein guter alter Mann. Du lass mich mal inspizieren. Ja, es sind aber nur zwei kleine Stücke übrig. Was sehe ich denn da? Es rinnt einem ja der Speichel im Munde zusammen. Ja, so ist es, euer Gnaden. Du, ein warmer Lunch, du. Ohne den geht es wohl heute gar nicht mehr, wie? In den alten Zeiten, da schätzte sich ein Dienstmann, ein Mann deines Standes glücklich, wenn er zum Mittag ein herzhaftes, kräftiges, ausgiebiges Stück Schwarzbrot zu verzehren hatte. Wenn es hochging, ein Stück Schafkäse dazu. Eine Gabel, bitte. Hier, euer Gnaden. Oh, wie nett. Eine Gabel aus Blech. Wie ich die Sitten der Einfachheit liebe. Wie das schmeckte. Als Freund der Armen fühle ich mich tief beruhigt. Ein guter alter Mann. Wer solche deliziösen Dinge zu verzehren hat, alle Tage. Oh nein, nicht alle Tage, euer Gnaden. Wirklich nicht. Während Witwen und Waisen vor Hunger umkommen. Witwen und Waisen? Ja, an die er nicht denkt. Oh nein, an die Witwen und Waisen denkt er nicht. Wenn er, man könnte es vielleicht so sagen, wenn er ihren Kuttelfleck, den Kuttelfleck, der eigentlich Ihnen gehörte. Es war eine Überraschung. Mit Appetit verzehrt. Es war eine Überraschung heute. Ein besonderer Anlass. Die Kuttelfleck. Meine Tochter und ihr Bräutigam haben... Bräutigam? Ach, wer ist der Glückliche? Ein Tischler. Richard Johnson mit Namen. Selbstständiger Meister? Nein, dazu wäre er noch zu jung. Sein Meister aber hält von ihm große Stücke. Er lässt ihn schon jetzt selbstständig schalten und walten. Er zimmert Schränke und Wiegen, die er eigenhändig bemalt. Nach Bauernart. Und wann soll das große Fest vor sich gehen? Ja, euer Gnaden fragen im rechten Augenblick. Morgen. Morgen, schon morgen. Ne? Zwar noch nicht sein eigener Meister, dein Richard. Hey. Kann in jedem Augenblick entlassen werden. Aber... In der Werkstatt gibt es noch für mindestens 2 Jahre Aufträge. Und mein Richard... Wer überhaupt der Letzte, der dran glauben müsste? Tritt näher, mein Kind. Nicht so schüchtern vor Alderman Cute. Wie reizend du wirst, wirklich. Ja. Wo ist Ihre Mutter, guter Alderman? Tot, euer Gnaden. Tot? Als Meg auf die Welt kam, rief sie der Himmel zu sich. Sie war Wäscherin. Oh, hoffentlich muss sie nicht auch im Himmel Wäsche waschen, wie? Lass uns gehen, Vater. Bitte. Ja, ich habe es nicht böse gemeint. Nein, Meg, ich meine es nie böse. Also, ihr seid arm. Arm wie Kirchenmäuse, wie? Aber ihr heiratet, um weitere Armut zu zeugen. Und das macht mir Sorge. Denn mein Ziel ist es, Meg, die Armut auszurotten. Ausrotten! Gott segne euer Gnaden. Richard wartet auf mich, Vater. Ja. Wie alt bist du, Meg? Ich bin 18, euer Gnaden. 18. 18. Und mit 18 muss unbedingt schon ins Ehebett gesprungen werden, wie? Müssen unbedingt 2, 3 Kinderchen in die Welt gesetzt werden, wie? Falls aber eines Tages der Meister nun wirklich keine Arbeit für deinen Richard haben sollte. Wir haben keine Angst, euer Gnaden. Wir lieben uns seit Jahren. Und heute, Meg, und morgen. Heute und morgen. Ah, aber wenn erst einmal der Magen knurrt
und unschuldige Belger nach Brot und Milch plärren. Wenn erst einmal die Hölle los ist, wenn dein Mann dich erst verprügelt. Hey, ich sage, wie es ist. Ich bin seit 30 Jahren Armenrichter im dritten Distrikt von London. Ich will die Armut ausrotten. Gott segne euch. Und wenn erst ein Rangen ohne Schuhe und Strümpfe mit leerem Magen sich auf der Straße rumtreiben. Meine Kinder werden sich nicht auf der Straße rumtreiben, euer Gnaden. Liest du denn hier und da die Zeitung, Meg? Hier, das heutige Blatt zum Beispiel. Guter Mann, nimm es. Lies es deiner Tochter vor. Von jener Agnes Stafford, die sich gestern mit ihren zwei Kindern in die Themse gestürzt hat. Agnes Stafford? Mit zwei Kindern in die Themse? Ich möchte, dass du es deiner Tochter vorliest. Ich habe es schon gelesen, euer Gnaden. Richard wartet auf mich. Ich muss eilen. Meg, Meg! Lass sie, guter alter Mann. Da läuft sie. Weinend läuft sie davon. Das arme Ding ist ins Herz getroffen. Ja. Es ist jedes Mal dasselbe. Nur weil ich die Armen so liebe, verstehe ich es, sie ins Herz zu treffen. Ich möchte ihr nach, euer Gnaden. Ich bitte um Verzeihung, wenn... Einen Augenblick. Mir fällt etwas ein. Könntest du diesen Brief zu Sir Joseph Borley bringen? Einen Brief bringen? Zu Sir Borley. Du kennst ihn. Wer sollte nicht Sir Joseph Borley kennen? Hier, Sixpence für den Weg. Aber eile dich. Danke, euer Gnaden. Danke. Sardinen, Liebestropfen. Ich muss meinen Korb wieder mal absetzen. Ja. Toby weg. So fing es an. So fing jenes seltsame Erlebnis an, das mein Freund, der Dienstmann, an jenem letzten Tag des Jahres haben sollte. Mit dem Brief des Aldermans in der Tasche trottete er zu Sir Joseph Borley, während ich mit meiner Ware und den Körben durch die Gassen und Märkte wanderte und versuchte, sie loszuwerden. Und auch auf dem kleinen Platz bei St. Paul stehen blieb, wo Cheapside abgeht, wo Tag aus, Tag ein der Leierkastenmann steht und dreht, solange ich mich erinnere, und noch länger. Und dort war es, dass Meg und Richard um die Ecke gesaust kamen. Da war sie, Chickenstalker. Oh. Gute Frau, glückbringende Tonne. Schnell aus ihren Körben ein Seidentüchlein herausgekramt. Na, mit Seidenfransen, oder? Schon nach der Arbeit, Richard? Na, weil es der letzte Tag des Jahres ist. Der Chef hat jedem von uns eine Flasche Bier spendiert. Na, und hat uns anstoßen lassen. Wisst ihr warum? Weil er neue Aufträge hereinbekommen hat. Für mehr als 3 Jahre. Da werden wir nun Wiegen, Schaukelpferde, Schränke und Karussellkarossen zimmern. Das war ein Hallo! Ich trollte pfeifend durch Aldergate Street. Blieb bei jedem größeren Schaufenster stehen, in all den prächtigen Straßen. Denn es steht in den Sternen geschrieben, Dorothy. Ja, lachen Sie nur. Mac lacht ja auch. Eines Tages werde ich dort einkaufen. Das eine oder das andere Ding. Für Mac natürlich. Aber just vor so einem Schaufenster stieß ich auf Mac, der die Tränen in Bächen über die verfrorenen Wangen lief. Tränen? Ach, nur Schnee, Mrs. Chickenstalker. Ein Freund der Armen, ein Alderman. Alderman Cute. Na, der hat ihr die finsterste Zukunft prophezeit. Du machst dich über ihn lustig. Aber er hat die Erfahrungen eines Lebens hinter sich. Und du kannst nicht bestreiten, dass er die armen Leute kennt. Aber wir kennen sie doch ebenso, Mick. Dass das Schicksal sie nicht liebt, naja, das steht fest. Es bestraft sie sogar, weil sie arm sind. Ich mache mir kein X für ein U vor. Aber heute will ich es vergessen. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, dass ich es heute vergessen will. Ein schönes Seidentüchlein, Dorothy. Es darf auch eine Halskrause sein. Ach, das ist alles viel zu teuer, Richard. Oder wie wär's mit einer gestickten Schürze? Er ist ja immer ein glücklicher Vogel, dein Richard. Aber heute ist... Ich bin fest entschlossen, nicht arm zu bleiben. Weil ich meine Last nicht auf die Schultern von anderen legen will. Das ist nämlich die eigentliche Sünde der Armen. Verstehst du, Meg? Kein Wort, Richard. Umso besser. Ach, da ist ja ein Glücksring in Dorothys Korb. Oh, lass ihn dir anprobieren.
Richard. Du hast den Verstand verloren. Wahrscheinlich. Ganz sicher, ich hoffe es. Komm, komm, lass uns mit den Kindern tanzen. Nur eine Minute zum Leierkasten. Ja. Oh, ich hänge an deinem Hals. Und der Schnee kichert in meinem Gesicht. Und wir heiraten morgen, Mrs. Chicken's Talk. Kinder, ist das wahr? Ja. Morgen? Und meine Lady Mac soll eine Lady Gobkin werden. Ja. Und so muss ich Lord Gobkin werden. Die Perücke schneeweiß, die Weste von Gold, der Rock himmelblau und einen Schnabel, so scharf wie ein Schwert. Und einen Siegelring und einen spitzen Hut mit silberner Bock. So spät am Nachmittag trudelt ihr mit einem Brief ein? Ihr konntet keine frühere Stunde aussuchen? Man ist beim Duke of Norwich geladen, man hat Sorge zu tragen, sich vorher nicht zu derangieren. Man ist in höchster Eile. Von Alderman Cute, Sir Joseph. Übergibt das Schreiben Lady Sophie. Lady Sophie erledigt die Geschäfte. Darf ich bitten, Lady Sophie? Danke. Wie ist euer Name? Toby Weg, bitte. Wie steht es mit euch, Toby Weg? Keinen Wechsel, keine Forderung an mich? Ich, Sir Joseph, ich sollte... Am letzten Tage des Jahres, bevor es von den Türmen mit der Nacht schlägt, begleiche ich alles. Bis auf den letzten Penny. Prinzip des Hauses Bowley und Co. Sollte mich der Tod plötzlich wegraffen... Ach, Joseph, Joseph... So werden meine Angelegenheiten in peinlicher Ordnung gefunden werden. Soll ich dir den Brief vom Alderman Cute vorlesen? Falls es sich um eine dringliche Angelegenheit handelt. Um einen Missstand in der Armenverwaltung oder dergleichen. Wenn es sich um meine Armen handelt, die mich gewählt haben. Unsere Weisheit gehört der Welt, aber unsere Verrücktheiten denen, die wir lieben. Und das sind in meinem Fall die Armen. Gott segne Sie, Sir Joseph. Gott segne euch. Ihr habt den Segen nötiger als ich. Wie ist euer Name? Toby Weg. Ach ja, selbstverständlich. Distrikt 3, Toby Weg, einer der hochgeehrten Wähler von Distrikt 3. Nicht? Alderman Cute schreibt... Was schreibt er? Er schreibt immer nur über Leute, die er einsperren möchte. Die er ausrotten möchte. Es handelt sich um einen Mann namens Will Fern. Ach, das ist doch der Bursche, der einmal unsere Scheune erbrochen hat, weil es ihn gelüstete, just in unserem Heu sein Nachtlager aufzuschlagen. Mag sein, ich erinnere mich nicht. Jedenfalls schreibt der Alderman, dass Will Fern wieder im Weichbild der Stadt gesichtet worden ist. Sieh mal an, dieser Verbrecher lässt nicht Ach, locker. Joseph. Wieder in London gesichtet, nachdem er schon dreimal in London hinter Schloss und Riegel gesetzt worden ist. Warum schon dreimal? Weil dieses Subjekt in London nach Arbeit sucht. Weil aber in London niemand nach Arbeit zu suchen hat, der hier nicht ansässig ist. Weil... Ach, entschuldige, Sophie, aber diese Lackschuhe sind zu eng. Ich habe dir sofort gesagt, dass sie zu eng sind. Ach, 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 es ist eine Qual. Ja, eine Qual. Und um der Unverschämtheit die Krone aufzusetzen. Jedes Mal, sobald er aus dem Kittchen kommt, hat er die Unverfrorenheit, sich bei Alderman Cute einzustellen und ihn flehentlich um Arbeit zu bitten. Weil er, wie ich aus dem Brief erfahre, für ein Kind zu sorgen hat. Für ein Vierjähriges, das gar nicht sein Kind ist. So ist es. Sondern das Kind seines verstorbenen Bruders. Ein Waisenkind, Sir Joseph. Du scheinst zu vergessen, dass ich in Eile bin. In höchster Eile. Was also will der Alderman von mir? Er will Fern, falls er aufgegriffen wird, ob er nun etwas ausgefressen hat oder nicht, einsperren, um Ärgeres zu verhüten. Je radikaler wir in der Neujahrsnacht die Straße von diesen Finsterlingen säumen, desto ruhiger dürfen wir schlafen. Ich denke an das Kind. Was für ein Kind? Das Waisenkind. Ach, keine Antwort also zu überbringen, Sir Joseph. Nur noch eine bescheidene Anfrage, Toby Weg. Weil ich morgen wieder den Ansturm der Presse durchzuhalten habe.
wie es mit der Moral meiner Wähler bestellt sei. Nun ja, seid ihr, mein Freund, imstande, so wie ich es imstande bin, imstande, die Hand aufs Herz zu legen und zu erklären. Ich, Toby Wack, bin meinen Verpflichtungen von 1857 samt und sonders nachgekommen. Ich fürchte, Sir, dass ich mit der Welt ein wenig im Rückstand bin. Im Rückstand mit der Welt? Ja, ich fürchte sehr, dass da noch 8 oder 10 Schilling sind, die ich Mrs. Chickenstalker... Schuldig? Einer Mrs. Chickenstalker? Der Laden, in dem meine Tochter und ich einkaufen, was wir brauchen. Es ist uns zu schlimm ergangen. Ja. Gib ihm noch einen Sixpence, Lady Sophie. Lebt wohl, ich muss mich beeilen. Der Duke von Norwich erwartet mich. Gott segne euer Gnaden. Da wir unter uns sind. Ja, hier sind 2 Sixpence. Aber nein. Kein Wort, keine Silbe. Im neuen Jahr sollten wir alle guten Worte aus dem alten Jahr einpflanzen, damit sie aufblühen. Aber die bösen sollten wir begraben und mit viel Erde überschütten. Gott segne sie, Milady. Jetzt nur nach Hause. Zu Meg. 3x Sixpence verdient. Wie vom Himmel gefallen. Schon so dunkel. Und der Laternenzünder scheint seine Gassen heute vergessen zu haben. Merkwürdig. Als ob's mich rufen würde. Ich bin halt müde. Ich bin traurig. Trotz des Geldes. 3x Sixpence. Wie vom Himmel gefallen. Wie sich Meg freuen wird. Toby Wack! Toby Wack! Als ob's mich rufen würde. Ah, da ist endlich der Laternenzünder. Guten Abend. Machen Sie es heute bitte recht schön hell. Jetzt aber los. Nach Hause. Wir sind die 3 Weisen aus dem Morgenland. Uns sind die Dinge der Erde bekannt. Warum sie aber nicht besser sind, das weiß auch im Stroh nicht das selige Kind. Sind Sie denn blind? Können Sie nicht sehen, dass ich ein Kind in den Arm trage? Ich bitte um Verzeihung. Ich war in Gedanken und... Ich wahrscheinlich auch. Hoffentlich habe ich Sie nicht verletzt. Nein, mein Freund, Sie haben mich nicht verletzt. Auch das Kind nicht? Auch das Kind nicht. Es schläft tief. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Ich muss weiter. Bin halt müde, Mister. Vor Müdigkeit sehe ich nichts mehr. Es ist hier stockdunkel. Können Sie mir sagen, wo Alderman Cute wohnt? Alderman Cute? Oh, ganz in der Nähe. Ich will Ihnen gerne das Haus zeigen. Ich überlege noch. Wahrscheinlich wäre es richtiger, den ersten Wochentag wieder abzuwarten und dann in sein Amt zu gehen. Ja, denke ich auch. Eben. Andernteils, ich sage mir, falls einem ein Alderman einen Zettel an ein Asyl mitgibt, mit der Kröte da in so einer Nacht ohne Obdach. Ein Freund der Armen, der Alderman Cute. Ein Armenrichter, wie Sie vielleicht wissen. Wie ich vielleicht weiß. Ein Freund der Armen. Wenn ich jetzt so auflachen würde, wie mir zumut ist, Sir, würden die alten Baracken da alle zusammenfallen. Ein Freund der Polizisten, der Büttel, der Menschenzusammentreiber. Ja, denen hört er freundlich zu. Er schlürft ihre Berichte ein, dass seine Lippen schlammern. Aber für den Angeklagten hat er kein Ohr. Nie. Mister, entschuldigen Sie... Sie werden doch nicht Fern heißen?
Wie? Fern. Will Fern. Ja, das ist mein Name. Dann um Himmels Willen. Gehen Sie nicht zu Alderman Cute. Er lässt Sie verhaften, so wahr ich hier stehe. Ein Engel hat mich in Ihren Weg geführt. Sie werden mir doch nicht erzählen wollen, dass Alderman Cute Sie zu seiner Vertrauensperson... Sie sind doch ein Dienstmann, das sieht man doch. Stehen Sie doch nicht unter der Laterne. Ich flehe Sie. Ich habe nichts zu verbergen. Ich komme um ein bisschen Arbeit. Das ist alles. Jeder Polizist hat Ihren Steckbrief. Das ist nicht wahr. Nicht so laut. Ich bitte Sie. Diese Hand, mein Freund, hat nie etwas angetastet, was nicht mein Eigentum war. Ist nie von einem Job zurückgeschreckt. Von keinem Hungerlohn nicht. Ich bin Kutscher gewesen. Immer hoch oben in der Luft auf dem Kutschbock. Zwischen Portland Town, Lemsteed, Finchley und Chippingbrand. Und dann haben die Herren die Linie aufgelöst. Hat sich nicht rentiert. Nun habe ich mich bei anderen Linien vorgestellt. Auch aufgelöst. Oder alle Posten besetzt. Und mit anderen Jobs dasselbe. Will, Onkel Will. Ja, schläfrig Lilien. Müde, ja. Oh, arme Grete. Will. Ja, nur komm. Komm, stell dich mal ein bisschen auf die Beine. So, meine Arme sind nicht aus Holz. Fabriken werden geschlossen. Werkstätten werden geschlossen. Straßenarbeiten geschlossen. Aber ich hätte mich trotzdem nicht hinreißen lassen dürfen. Mein Unglück hatte es wollen, dass ich dem Polizisten, der der Kleinen, weil sie ihm heute nicht aufwachen hat wollen, der hier mit einem wohlgezielten Fußtritt... Ach, sie hat ein süßes Gesicht. Meines Bruders Kind. Er und seine Frau sind tot. Ich möchte sagen, ihr Gesicht ist aus Feiertagen gemacht. Wir müssen weiter. Allen Dank. Gute Nacht, ein glückliches neues Jahr. Halt, Mister! Verstecken Sie sich. Das ist die Nachtstreife. Jeder Fuchs weiß ein Loch in der Erde. Alle Häuser sind zugesperrt. Verstecken Sie sich wo denn? Hier, hinter dem Brunnentrog. Glatt auf die Erde. Kein Laut, Lilien. Hier, leg dich hin. Rühr dich nicht. Was Sie so Erde nennen, Sir. Eis und Schnee. Ich trab weiter, aber ich gehe nicht weg. Hey, Dienstmann. Guten Abend, der hochlöblichen Polizei. Den zwei Herren unserer hochlöblichen Polizei wünsche ich... Ich erlaube mir, falls Sie erlauben, ein glückliches neues Jahr. Wem seid ihr so ungefähr in den letzten 10 Minuten begegnet? Ich? Ihr. Ja. Lassen Sie mich mal nachdenken, Mister. Im Allgemeinen, da war, wenn ich mich nicht täusche, da war eine schwarze Katze. Nicht etwa einem Mann mit einem schwarzen Bart? Ja, viele. Mit schwarzem Bart? Ach, ich bin müde, Mister. Ich bin so müde, dass ich vielleicht noch ein Gesicht ausnehmen könnte, aber einen Bart nicht mehr. Lass jetzt mich mal fragen, Tom. Ich möchte gerne wissen, wohin so ein alter Mann, der so müde ist, sich begibt, ja? Auftrag von Alderman Kyo zu Sir Bowley. Name? Toby Weg. Pass mal auf, Toby Weg. Denk mal scharf nach. Wir meinen es gut, ja? War ein Kind dabei. So 5 oder 6 Jahre. Ein Mädchen. Bei Sir Bowley war kein Kind dabei. Das kann ich beschwören. Lass doch, Charlie. Ist doch plemplem, sieht man doch. Na schön. Adieu. Noch etwas warten, Mister, bis ich 7 gezählt habe. 1, 2... Ich habe nicht die Geduld. Wir müssen weiter. Los, Grötchen. Dank, ein glückliches Neujahr. Halt! Was denn? Wie soll denn ein Neujahr glücklich sein, wenn ich Sie mit dem Kind in der eisigen Nacht ziehen lasse? Lassen Sie mich los. Ich lasse Sie los, aber nicht das Kind. Sie waren gut zu mir. Ich will Sie nicht vergessen. Ich habe zwar nur ein elendes Quartier mit meiner Tochter Meg zusammen, aber wo es eng ist, gibt es immer noch Platz. Auch für Sie. So, jetzt trage ich das Kind. Abgemacht, ja? Ach, wie leicht. So leicht wie eine Feder. Müde. Müde, Onkel Will. Ja, Sie schleppen sich selber doch kaum weiter. Ach. Gleich sind wir da.
Jetzt noch der Schuhladen und gleich daneben die schwarze Tür. Hier steht es, sehen Sie? Tobi Weck, Dienstmann. Vater, bist du's? Ich bin's, Meg. Finster auf der Treppe, Mister. Geben Sie Acht. Da sind wir, Meg. Und da bleiben wir, Meg. Da bringen wir Besuch. Ach, ein Kind? Ja, wundere dich nur. Das ist Lilien. Komm, setz sie auf einen Stuhl. Sie ist müde zum Umfallen. Ja, so ist es. Da sind wir. Da bleiben wir. Das ist meine Tochter Meg, Mister. Und das Onkel Will Fern. Meg, die morgen heiratet, ihren alten Vater verlässt. Willkommen, Mr. Fern. Guten Abend. Gib Meg einen Kuss, Lilien. Obdachlos, mutterlos, vaterlos. Aber hellhaarig und helläugig und mit einer Stimme wie die Schwalben. Ja, da haben wir ein Dach. Da liegen wir vor einem ausgedehnten Kamin, der bald aus der Wand fallen wird. Und da tauen wir am Feuer auf. Da strecken wir die müden Beine aus. Gütiger Himmel, er ist ja ganz von Sinn. Ich werfe noch schnell einen Holzscheit auf. So. Die Hände in die Flammen gestreckt, Mister. Hier ist ein Sessel. Meg. Habt ihr gesehen, wie sie in meine Arme gesaust ist? Och, was für nasse Haare und Füßchen. Pitschnass. Schnell, zuerst mal die Schuhe und die Strümpfe heruntergezogen. Liebe Meg. Oh, liebe Lilien. Den Kessel aufs Feuer gesetzt. So, für jeden eine Tasse. Rund um den Tisch. So. Wilfern ist zu Besuch in London. War ein Postkutscher zwischen Portland Town und Chipping Barnet. Und Lilien ist seines Bruders Kind. Auch ich war mal in Lambstead. Das ist auf der Mitte der Strecke mit meiner Frau. Wir tranken dort ein Glas Bier. Liegt in der Natur der Dinge. Aber jetzt weit die Augen aufgerissen, Meg. Dreimal Sixpence. Was? Noch am Abend einen solchen Haufen Geld verdient? Dafür wird uns Mrs. Chickenstalker etwas Speck und Käse und ich mach gleich einen Sprung hinüber. Holen Sie der Teufel, Tobi, weg. Ich würge es nicht mal runter. Ich halte die Wärme nicht aus. Die ist so plötzlich. Steigt mir in den Kopf. Und werden Sie verstehen, Meg. Immer in der Winternacht herumirren, den Wind heulen hören, immer den Zähnen der Hunde ausweichen, Steine treten, durch die Pfützen treten und die Stunden zählen, die von den Türmen schlagen, mit dem Kind auf dem Arm. Und was das Teuflischste ist, das ist nicht der Hunger. Der ist von heute. Den werden wir eines Tages aus der Welt treiben. Das ist die Lieblosigkeit, Tobi Weck. Je mehr die den Hunger aus der Welt treiben, desto liebloser werden die. Sie schlafen beide. Ich habe mich gerade vorhin in den Handballen gebissen. Damit ich weiß, dass ich nicht träume. Das Kind hat ein Bett. Ja. Hat ein Bett, die Kröte. Sie hat ihr Gebet gesprochen, das Köpfchen in Megs Arm gelegt. Und weg waren Lilian und Meg. Und nun schlafen sie auch, Wilfern. Ich überlege gerade noch. Aus London muss ich wieder verduften, so rasch wie möglich. Morgen. Morgen, wenn Sie 12 Stunden Schlaf hinter sich haben, sieht die Welt anders aus.
Sie haben mir das herrschaftliche Bett zur Verfügung gestellt, Junggut Wilfern. Ich selber täte manchmal gerne im Stroh schlafen, aber Meg erlaubt es nicht. Ja, was Sie hier sehen und etwa eine Wohnung nennen, ist eigentlich nur ein Pferdestall, den der Fuchs von Hauswirt umgebaut hat, damit die doppelte Miete herauszuschinden ist. Das Beste ist der Ausblick vom Fenster. Schwarzer Wald von Schornsteinen. Und da gibt's aber keine Blätter in dem Wald. Nur dicker Ruß. Aber es ist halt meine Kindheit. Ich hab's nie anders gekannt. Hänge dran. Liegt in der Natur der Dinge. Ja. Gute Nacht, Mister. Ja, ich falle sofort hin, Tobi, weg. Ich schlafe im Stehen. So, ich leuchte Ihnen noch den Gang hinunter. Ein Stall, ein Stroh, aber kein großer Stern und keine Hirten. Sie müssen auch nicht schlecht müde sein. Kein großer Stern, keine Hirten, nicht ein einziger Hirte, der dir sagen könnte, den und den Weg hast du zu gehen. Aber mein alter Lehnstuhl, ein paar Minuten stillsitzen, bevor ich ins Bett fall. Ach, was habe ich denn da in der Tasche? Ach ja. Die Zeitung von Alderman, Agnes Stafford, da ist's gedruckt. Die Schande der Agnes Stafford mit zwei Kindern in die Themse. Unnatürlich und grausam. Haben denn deine Kinder nicht ihr Recht auf ihr Leben, Agnes Stafford? Ach. Tommy weg. Tommy weg. Wir warten auf dich, Tobi Weg. Tobi Weg. Ihr wartet auf mich. Du sollst nicht schlafen, Tobi Weg. Nicht schlafen? Ich kann doch die Augen nicht mehr offen halten. Du sollst uns besuchen. Die Tür von St. Dessen steht offen. Aber mach doch keine Witze. In der Nacht steht doch die Tür von St. Dessen nicht offen. Was ist denn das? Als ob sie nicht mehr im Kirchturm oben hingen. Meg wird bei diesem Getön nicht schlafen können. Ich höre die Glocken, Vater. Sonst nichts. Sie sind lauter als sonst, kommt mir vor. Schläft die Kleine? Ganz tief und glücklich. Ihre Fingerchen halten meine Hand umklammert. Wie wäre es, wenn sie morgen zu deiner Hochzeit mitkäme? Schlaft beide gut. Die Pforte steht offen. Tobi weg. Steige die Treppen hinauf. Tobi weg. Fürchte dich nicht. Tobi weg. Wir warten. Tobi weg. Ich sehe schon, dass die nicht nachgeben werden. Freunde sind immer hartnäckig, sonst wären sie keine Freunde. Da hilft nichts. Ich muss den weiten Weg wieder zurückmachen. Tobi weg! Tobi weg! Tobi weg! Hilf mir, der Himmel. Die Tür steht offen. Weshalb sollte sie denn nicht offen stehen? Es ist doch eine Kirche. Ach, Lady Sophie. Lady Sophie Bowley.
wenn ich mich nicht täusche, der Dienstmann von heute Nachmittag? Toby Weck. Oh, ich erinnere mich. Ja, gewiss. Ich war in der Kirche. Ich frage wohl ganz dumm, falls es überhaupt zu fragen erlaubt ist. Lady Sophie kam in aus der Nische, schien mir soeben noch eine Figur aus der Nische zu sein. In dieser Dunkelheit verzeihlich. Ich hätte noch ein paar Sixpence bei mir. Nimm, bitte nicht. Wir haben uns zwei Scheiben Speck geleistet, Lady Sophie. Die Gäste mit inbegriffen. Weil doch Sir Joseph beim Duke von Norwich ist, benutzte ich die Gelegenheit, um in der Kirche mit Gott zu sprechen. Denn es ist nun einmal so, Toby Weg. Wer mit Gott spricht, spricht mit allen Menschen. Es ist sogar ganz unmöglich, mit Gott zu sprechen, ohne nicht auch mit euch zu sprechen. Was Ihre Gnaden sagen möchte, verstehe ich leider nicht. Aber es stimmt. Ach, Sir Joseph versteht es auch nicht. Mein dummer alter Kopf. Wieso zum Beispiel die Tür offen steht? Wahrscheinlich sind noch die Glockenbuben oben. Oder sie sind schon wieder oben, weil sie doch Dienst haben heute Nacht. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, so hat mir Sir Joseph sofort gesagt, dass ihm die neuen Lackschuhe zu eng sind. Es wäre meine Pflicht gewesen, es ernst zu nehmen. Ach, Toby Weg, ich möchte lieber nach Hause eilen. Toby Weg, wir warten auf dich. Die Freunde werden ungeduldig. Ich muss hinauf, die Wendeltreppe. Wir warten auf dich. Wie soll ich denn zu euch raufkommen, wenn ich in der Finsternis nicht einmal mehr meine Nasenspitze sehe? Unheimlich, schwarz, schmal, wie klebrig die Mauern sind. Warum nach einer Stufe immer noch eine andere kommt, ob schon 30 sind? Oder 100. Ich fange an, Angst zu haben. Ich habe Angst. Noch ein paar Stufen. Es sind doch keine mehr da. Höher! Nur ihr seid da. Jetzt sehe ich euch. Die riesigen Klöppel, die Balken, eure Münder. Hilfe! Warum hast du Angst vor uns? Wir sind es. Deine Freunde. Ja, gewiss, ihr seid es. Es war plötzlich so hoch oben, wie ein Mensch gar nicht sein dürft. Kennen wir uns nicht seit vielen Jahren? Seit vielen Jahren. Seit ich ein Dienstmann bin, manchmal wundere ich mich, wie ich durch alle Jahre durchgekommen bin. Aber euch muss ich das nicht erst erzählen. Die Frau starb, die Beste von der Welt, und ich war mit dem Baby allein. Wenn ihr mir nicht Mut zugesprochen hättet... Hast du uns gedankt? Wie niemandem sonst. Bist du dessen sicher? Aus vollem Herzen. Höre zu, Toby Weg. Höre aufmerksam zu. Die Jahrhunderte der Finsternis, der Gottlosigkeit und der Gewalttaten kommen und gehen. Und kommen und gehen. Unzählige Menschen, Männer, Frauen, Kinder sind gemordet und gemordet worden. Warum? Zu welchem Ende? Mit welchem Recht?
Hast du dich gegen die Finsternis aufgelehnt? Gegen die Gottlosigkeit und die Gewalttaten? Toppenweg! Ich sollte mich gegen Finsternis, Gottlosigkeit? Deshalb haben wir dich gerufen. Der alte dumme Tobi Weg, der Dienstmann, den sie auch den Trotti Weg nennen, weil er nichts anderes mehr imstande ist als zu trotten. Ich sollte... Wer in uns Glocken auch nur einen einzigen Ton der Lieblosigkeit hört, tut uns Unrecht. Dieses Unrecht hast du uns angetan. Aber weshalb sollte ich denn Lieblosigkeit gerade in euch? Wer sich auf die Seite der Unterdrücker stellt, solange es Unterdrückte gibt. Wer den Verzweifelten, die in den Abgrund stürzen, die helfende Hand verweigert, tut uns Unrecht. Dieses Unrecht hast du uns angetan. Ich habe noch immer Angst. Jetzt erst sehe ich, wo ich bin. Schwarze Balken, auf denen ihr hängt. Ungeheuer. Rahmen und Fledermäuse. Und immer wieder andere Balken. Balken der Quer und Balken der Länge. Gelbe Pupillen und riesige Finger an den Seilen. Schwarze Flügel. Folge meiner Stimme, Tobi Weg, die Stimme der Glocken ist. Die Stimme aus den Ungeheuern, aus dem schwarzen Rahmenwerk und den Fledermäusen, aus den Balken, aus den gelben Pupillen, aus den Fingern an den Seilen. Ja. Folge der Stimme, die überall ist. Ja. Auch in dir selber. Die auf dich gewartet hat, Tobi Weg. Schlummernd unter deinem Herzen. Wenn ich es nicht besser wüsste, möchte ich glauben, dass ich jetzt wieder bei mir zu Hause bin. Auf der finsteren Treppe. Was ist denn mit mir geschehen? Sie sieht so alt aus. So eine ganz andere Weg. Was hat man ihr denn angetan? 9 Jahre. 9 Jahre? Seitdem die Hochzeit gefeiert wurde. Aber die ist ja noch nicht gefeiert worden. So gealtert. So verändert. Meg, bist du es wirklich? Entschuldige. Gewiss. Du bist ja noch immer schön. Aber... 9 Jahre. Ich werde verrückt. Vielleicht bin ich schon. Ich kann nicht begreifen, was du fortwährend von 9 Jahren faselst. Ihre Augen, die so groß waren, die einen so bräutlichen jungen Glanz hatten. Nein, haben. Ja. Wer ist denn das andere Mädchen? Ich kenne doch das seidene Haar. Die langen Locken. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte. Wie oft du von deiner Arbeit aufschaust, Mac, um mich anzusehen. Lass mir das bisschen Freude. Aber du lächelst nie mehr, wenn du mich ansiehst. Die Stickarbeit macht müde. Sticken. Und sticken. Aber ich lächle trotzdem, Lilien. Ja, jetzt lächelst du, weil ich dich gefragt habe. Solange du noch heiter warst, ertrug ich dieses Leben leichter. Ich weiß, Lilien. Ich fühle mich schuldig genug. Diese Arbeit. Diese verhasste, hässliche, gemeine Arbeit. So viele Stunden. So viele Tage, so viele Nächte über dem Stickrahmen gebückt. Oh, wie der Rücken schmerzt, die Augen schmerzen,
Wozu? Ein Stück Brot, eine Suppe, um zu zweit die Miete zusammenzukratzen. Lilien, du darfst nicht verzweifeln. Du bist jung und hübsch. Das ist das Schlimmste von allem. Mach mich alt, Meg. Gib mir Runzeln und einen welken Leib oder mach mich taub für das ewige Geflüster im Ohr. Du weißt doch, wie leicht es ist, sich Geld zu verschaffen, wenn man jung und hübsch ist. Aber was sollen wir denn über dem Stickrahmen unsere Lungen auskeuchen? Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Ich hätte doch wissen, wie mein Kind ausschaut. Meine Meg ist ein schönes, heiteres Geschöpf. Und obwohl sie morgen heiraten will, ein Kind. Es reißt etwas an meinem Herzen. Das will ein Stück aus meinem Herzen rausfetzen. Ich verstehe das gar nicht. Eben noch sagte doch Winfern, gute Nacht. Hier, euer Gnaden, wieder einmal Wilfern. Wilfern. Eben aufgegriffen. Siehe da, wieder einmal das Vergnügen, Wilfern auf der Polizeistube zu begrüßen. Zum fünften Mal, Alderman Cute. Mein Titel ist euer Gnaden. Und wie haben Sie die Zwischenzeit verbracht? Dank der Nachfrage. Wer einmal die Bekanntschaft mit dem Londoner Kittchen gemacht hat, dem bleibt nur der Nagel, um sich draufzuhängen. Von der Anstellung als Kutscher gar nicht zu reden. Aber nicht einmal als Straßenarbeiter, nicht als Steinklopfer, nicht als Handlanger auf dem Bauplatz. Traurig, Wilfern, aber ordnungsgemäß. Rein ins Kittchen, raus aus dem Kittchen, raus und rein. Ich fress auf dem Feld bei Lexten faulen Apfel, rein. Ich bettel in Kropfeld von Tür zu Tür, rein. Und so habe ich wieder einmal meinen Einzug in London gehalten. Wollte nicht verfehlen, dem Lord Major persönlich zu gratulieren. Sir Richard Winken zum dritten Mal gewählt. Hut ab. Der Lord Major dankt. Das Zuchthaus ist meine einzige Heimat. Euer Gnaden. Ja, eine gesicherte, vor Wind und Regen schützende Heimat, wie mich dünkt. Wie? Mag Ihnen so vorkommen. Aber wenn der eine hinterm Tisch sitzt und der andere vorm Tisch steht, kann von ich verstehe dich, Mensch, nicht mehr viel die Rede sein. Wilfern, von Mann zu Mann gesprochen. Was soll ein Richter denn nun wirklich mit euch anfangen? Wie? Ich frage. Und ich möchte eure Antwort wissen. Hauen Sie mir den Kopf ab. Das ist meine Antwort. Wer kann mir meinen guten Namen, meine Arbeitsfreude, meinen Kutschbock, meine Rosse oder auch nur meine Peitsche wiedergeben? Und was habt ihr aus meiner unschuldigen Nichte gemacht? Ihr stinkenden, räudigen Dreckskerle, was habt ihr aus meiner Nichte gemacht? Folge mir, Toby Veck. Lerne an dem Wesen, das deinem Herzen am teuersten ist. Mach's kurz, Richard. Und falls du betrunken bist, geh lieber sofort. Ich bin nicht betrunken. Mach's kurz.
Es ist ja nur, weil sie es mir verraten hat. Was denn? Dass du unlängst auf der Straße zusammengefallen bist. Vor Übermüdung und Hunger. Woher weiß sie das? Fragst du mich zu viel, Mann? Das ist ja nicht wahr. Lilian denkt sich das aus. Ich fall nicht zusammen und ich habe keinen Hunger. Ich habe sie seit Jahr und Tag nicht mehr gesehen. Warum sollte sich Lilian sowas ausdenken? Hast du mir nicht geschworen, nicht mehr zu kommen, Richard? Geschworen? Naja, was ist das schon? Geschworen. Ich hab's halten wollen, so wahr ich hier stehe, Meg. Wenn mir aber Lilian auflauert, um mir haargenau zu berichten, wie du schlapp gemacht hast. Auf der Straße. Und wie du täglich bis Mitternacht überm Stickrahmen sitzt. Sie kommt also immer wieder. Kann's nicht hindern, Meg. Wieso denn nicht? Ich drehe mich erst gar nicht um. Ich kenne doch hier einen Schritt. Wie soll ich ihn denn nicht kennen? Aber ihre Stimme, die macht mich weich in den Knien. Kannst du doch verstehen. Meg hat sich nicht geändert. Die Stimme. Nicht umdrehen, Richard, sagt sie und steckt mir die paar Schillinge in die Rocktasche. Gib ihr das. Um Gottes Barmherzigkeit willen, sagt sie. Ich habe solche Angst um sie. Solche Angst. Kann sie denn nicht endlich aufhören, an mich zu denken? Wie macht man das? Aufhören, an dich zu denken. Meg. Jetzt geh. Ich will ja nichts sagen. Gar nichts will ich sagen, was dich wieder nur lachen macht, Meg. Aber dass ich nicht mehr saufen werde, das steht fest. Geh! Ich werde uns wieder hochbringen. So war ich Richard Johnson heiße. Ich wollte mal Lord Gorken werden. Ich hab's nicht vergessen. Mit einer Weste aus Gold. Und du solltest Lady Gorken. Du gehst jetzt. Sofort. Du glaubst es mir nicht. Aber Rum und Gin existieren nicht für mich. Ihr werdet Augen machen, was ich wieder für Schränke und Wiegen und Betten zimmern werde. Schöner denn je. Und schaukeln fürs Karussell, für Old Summers bei Kropel, Eastreden. Erinnerst du dich? An nichts erinnere ich mich. An nichts. Nichts. Der Glücksring, den ich dir damals kaufte bei der Chicken Stalkerin. Lass das, Richard, bitte. Und wenn Lilian dir wieder in den Weg läuft, sag ihr, dass ich sie von ganzem Herzen liebe. Dass ich mich nie schlafen lege, ohne für mein süßes Mädchen zu. Aber ihr Schandgeld rühre ich nicht an. Es ist nicht wahr. Es kann nicht wahr sein. Ich verstehe das gar nicht. Eben noch ein Kind. Folge mir, Toby. Lerne an dem Wesen, das deinem Herzen am nächsten ist. Nie im Leben ist nur ein Zuhause, Mrs. Shinstock. Das war jetzt das dritte Glas, Lilian. Lass doch. Erzähl mir lieber, wie er gestorben ist. Im Suff und im Schlaf. Gott meint es immer gut. Dreimal war der Armenarzt hier. Und? Wollte ihn wegtransportieren. Hey, Richard. Rüttelt ihn wie ein Sack. Richard Johnson. Ich lasse sie ins Hospital transportieren. Hey! Der Richard hat nur so mit dem letzten gelben Winkel im Auge geblinkert. Letztes Stück Güte, was da blinkert, bevor es für eine kleine Weile eingescharrt wird.
sage ich zum Gentleman, Armenhospital kommt nicht in Frage. Warum soll das Sterben hässlich sein, wo nichts hässlich ist in der Welt? Wenn Sie auf den Strich gehen müssten, täten Sie anders denken. Trink doch. Deine Kavaliere zahlen's. Und Mac? Was denn? Wie es Mac genommen hat. Gar nicht. Die hat doch jetzt von ihm das Kind. Ja, das kranke Kind. Weil er ihr doch geschworen hat, wenn sie ihn noch einmal aufnimmt. Naja, ist immer dieselbe Litanei gewesen. Und das gute Schaf hat ihn aufgenommen. Ja, das Kind ist kränker, als sie weiß. Schickensorgerin, die zwei haben nie aufgehört, sich zu lieben. Nicht einmal zum Begräbnis ist sie gegangen. Schicken Sie ihr täglich die Milch, die ich für... Das Einzige, was sie von dir annimmt. Ich darf gar nicht zurückdenken, was das für ein stattlicher, männlicher Jüngling gewesen ist, der Richard. Und hat es seligere Armut gegeben als sie. Aber jetzt? Nicht den leisesten Job kann sie halten. Nicht mehr die Kraft, um einen vollen Topf Wasser vom Brunnen ins Haus zu tragen. Ist jemand an der Tür? Habe ich abgeriegelt. Onkel Will! Will Fern! Danke. Onkel! Onkel! Nein, danke. Geh. Nicht mehr im Kittchen, Will Fern? Wieso denn? Gerade noch mal ausgebrochen. Wie oft denn noch? Zum letzten Mal, das verspreche ich Ihnen. Zum letzten Mal, dass du mich siehst, Lilian. Bleib schon meinetwegen. Ich kenne dich sowieso nicht. Mrs. Schickendorger, wollen Sie es Mac ausrichten? Sie wird mich nicht mehr sehen. Sie soll vergessen, dass sie uns beide, die Hur da und mich, einmal beherbergt hat. Ich stelle mich in die Tür. Dräng mich weg, falls du es im Stand bist. Wir dürfen ihn nicht rauslassen, Mrs. Schickensager. Sehen Sie ihn doch an. Der ist im Stand und setzt ganz London in Brand. Ja, hast du erraten. Ich habe dich nicht umsonst an meiner Brust getragen. Tage und Nächte lang. Da hast du meinen Herzschlag gehört. Und nun hörst du ihn immer, ob du willst oder nicht. Es wird heute Nacht ein Feuer geben, meine Ladies. Das wird ein Spaß sein. Flammen und Rauch. Nicht nur heute. Morgen und immer wieder morgen. Machen Sie doch keine Geschichten, Fern, sag ich. Wir haben Angst vor den Ratten. Deshalb schlagen wir sie tot. Riskieren Sie nicht das bisschen Leben. Ein Jahr und ein Tag ist das Beste, so ein jeder hat, Fern. Halten Sie! Halten Sie! Halten Sie! Das ist... Haltet ihn! Ich kann doch nicht mehr weiter. Ich bin doch ein alter Mann. Wie soll ich denn noch weiter können? Folge ihr, die deinem Herzen am nächsten ist. Mick. Was denn? Warum denn im Treppenhaus, Mick? In der Nacht? Du bist nicht im Bett. Wenn ich eins hätte. Du hast kein Bett. Du weißt doch, dass ich seit 3 Monaten den Zins schuldig bin. Bis morgen früh darf ich mit dem Kind noch im Treppenhaus sitzen. Warum starrst du mich so an, Mick? Ich denke. Was? Oh, nur so. Sprich doch, Mick. Mein Leben.
Als Achtjähriger habe ich Zeitungen ausgetragen. Um 7 Uhr früh. Bei jedem Wetter. Mutter hat mich im Treppenhaus gekämmt und gebürstet, weil es dort etwas heller war. Mit 12 habe ich angefangen, für andere Leute zu fegen. Kohle zu schleppen. Wasserkübel zu tragen. Zu nähen. Komm, er litt in das Unrecht und Sorge. Eigentlich komisch, dass man freiwillig in dieser Welt bleibt. Nichts wie eisiger Winter. Schiffschaukeln. Großmäuler. Und Fuhren. Wohin willst du denn, Meg? Die letzte Nacht des alten Jahres. Es friert. Auch die Themse? Ich lasse dich nicht raus. Ach, soll denn mein Baby wie Lilien werden? Meg, schau mir doch ins Gesicht. Gibt es denn keine Erinnerung, kein gutes Wort von deiner Mutter zu dir? Oder später, wir zwei, wenn du zu mir zur Kirche kamst, wenn wir beide in bester Laune... Alderman Cute hat alles... alles vorausgesagt. Lass mich das Kleine besser einwickeln. Sieh diese Ärmchen an. Diese Fingerchen. Alles hat er vorausgesagt. Meg, sie ist fortgerannt. Rettet sie und das Kind. Hab Mitleid mit meiner Unwissenheit, mit meinem steinernen Herzen. Mein schöner Mann brennt. Ach, die Blusen, die Salzheringe, die Halsgrosen. Die Leuchter! Dort! Sie läuft zur Brücke! Seht ihr denn die Pfeiler der Brücke nicht? Meg! Meg! Eine Selbstmörderin! Meine Puddings, meine Schiefertafeln, alles brennt! Gott! Vater, ich bleib dabei, dass wir den Arzt fragen müssen. Vielleicht ist es nichts anderes, als dass du etwas gegessen hast, das dir nicht zuträglich ist. Aber... Kein Aber, Vater. Es war so unheimlich, wie du aufgeschrien hast. Ich habe aufgeschrien. Und wie du dich aufgeführt hast. Wo ist dein Baby, Meg? Ein Baby? Dein Baby. Was für ein Baby, Vater. Aber da kommt Richard. Du, er spricht von einem Baby. Alter Herr. Und das an unserem Hochzeitsmorgen. Da schämt euch, alter Herr. Ich fürchte, sind die Kuttelflecks. Das sind die Kuttelflecks, ja. Sir. Nie wieder Kuttelflecks, Sir. Um keinen Preis der Welt mehr Kuttelflecks, Sir. Meg, ihr müsst mir verzeihen. Ich bin's und bin's nicht. Das Zimmer, helle Wintersonne. Er sagt mir nur das eine. Wann habe ich denn die Wohnung gestern Abend verlassen? Ich habe lange mit mir gekämpft, ob ich dich wecken sollte. Du bist im Lehnstuhl eingeschlafen. Dein schönes, junges Gesicht, Meg. Ohne Gram, ohne Runzeln, ohne Spuren von Tränen. Da sind wir, da bleiben wir. Oh, er hätte die Mauern von St. Desten erleben sollen. Klebrig, feucht. Lass mich dich umarmen, Kind. Ja, und dabei starrt er uns noch immer an, als ob wir Geister wären. Richard lebt. Kein Trunkenbold.
Aber was haben Sie denn mit Will Fern gemacht? Richard und ich haben versucht, ihn zu wecken. Aber er schnarcht in seinem Stroh in einer Weise, dass man... Ja, ihr müsst Geduld mit mir haben. Die Brücke über die Themse stand doch wirklich da. Hoch und gespenstisch. Eben noch. Und jetzt läuten die Glocken das neue Jahr ein. Psst. Seid still. Horcht. Gott segne die Rufenden, die Treuen, die Trostbringenden, die gütigen Freunde. Ich habe einen so schönen Frieden in meinem Herzen. Ich habe endlich verstanden, was sie läuten. Lasst mich das Fenster aufmachen. So viel weißer Schnee überall. Richard wird mich zur Hochzeit tragen müssen. Da ist Lilien. Wer ist da? Was sagst du? Lilien? Natürlich, das Kind. Komm her, lass dir einen Neujahrskuss geben. Und da ist auch Will Fern. Ich sehe eine glückliche Gesellschaft beieinander stehen. Es geht wohl gleich zur Hochzeit. Ich habe gut geschlafen. War gar nicht kalt. Nein, aneinander gekuschelt. Die eine hat die andere gewärmt. Ah, die Musikanten. Und unsere gute Mrs. Chickenstalker. Und so festlich gekleidet. Ein glückliches neues Jahr, Meg. Ein glückliches neues Jahr. Und fröhliche Hochzeit, Meg. Und ein stabiles Ehebett, Rick. Zahlreiche Nachkommenschaft, Tobi. Zuerst mal den Krug in die Runde geschickt. Prost. 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 Unsere Chickenstalkerin hat recht. Ist nicht ein Jahr und ein Tag das Beste, so ein jeder hat? Und jetzt meinen Korb ausgepackt. Da sind Makrelen, Rosinen, getrocknete Birnen. So viele seidene Bänder. Und Pfefferminzbonbons und Lebkuchenherzen, Bier. Und eine Zeitung mit einer guten Botschaft für Will Fern. Für mich? Hier, Seite 7. Ihre Postkutschenlinie wieder eröffnet, Sir. Was? Was? Seite 7, sagen Sie? 7, Seite 7. Sie treiben doch hoffentlich keinen grausamen Jux mit mir, Mrs. Chickenstalker. Hier ist es. Hier, hier. Alle sollen sich bei der Company melden. Kutscher, Wagenreiniger, Speichenschmierer, so bald wie möglich. Alle werden wieder eingestellt. Oh, ihr Freunde! Ihr Freunde! Gratuliere! Nicht mehr schwatzen. Nicht mehr verwundert sein, ihr alle. Nur mehr glücklich sein und tanzen. Reicht mir die Hand, meine Mädchen. Reicht euch alle die Hände. Ein Schritt rechts, mein Allerliebster. Zwei Schritte links, Lord Cockpit. Und wieder ein Schritt rechts. Wie ich deinen Richard kenne. In Samt und Seide, mit goldener Weste. Und deinen Schnabel so scharf wie ein Schwert. Vielleicht träume ich noch immer. Vielleicht hätte ich mein Leben lang versuchen müssen, endlich aufzuwachen. Vielleicht bin ich immer nur ein dahintrottender, knieweicher, seliger Traum gewesen. Ein dahintrottender, knieweicher, seliger Träumer, Vater. Das warst du. Das bist du. Harte Worte einstecken und sie sanft erwidern. Das warst du. Niedertracht erleiden und sie mit Güte vergelten. Das warst du. In die Kälte ausgesperrt werden und dafür ein warmes Herz anbieten. Das warst du. Über die Türschwelle stolpern und zur Türschwelle Pardon sagen. Das warst du. Ach, es liegt in der Natur der Dinge. Thank you.
Die Glocken von London, ein Hörspiel von Otto Zoff nach einer Erzählung von Charles Dickens. Die Rollen und ihre Sprecher waren Dorothy Chickenstalker, Lina Carstens, Toby Weck, Karl Helmer, Meg, Marion Degler, Richard Johnson, Walter Starz, Will Fern, Walter Richter, Lillian, Christine Hausmann, Alderman Cute, Arthur Menz, Lady Sophie Bowley, Edith Herdegen, Sir Joseph Bowley, Victor Stefan Götz, Jim, der Portier, Robert Radke. Musik Friedrich Scholz, Toningenieur Fred Birk, Regie Hans Korngiebel.